Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Ruined King. Wir befinden uns im Tempel der Buru und haben im letzten Mal einen wundervollen, oder im vorletzten Mal, ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, einen wundervollen Anglerfisch, der sich als Truhe getarnt hatte, umgenietet. Und haben hier drüben es geschafft, eine Wand einzureißen. Ich habe offscreen nochmal versucht, in der Wand noch eventuell irgendwie zu gucken, ob ich da noch irgendwas anderes durchhauen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich mir nochmal die Zeit genommen, nochmal die Fähigkeiten durchzulesen. Dann steht hier tatsächlich im letzten Satz bei der Schildramme, bringt außerdem schwache Mauern zum Einsturz. Das habe ich natürlich dann nochmal bei Yasuo gelesen. Okay. Luftbasierte Gefahren können damit aufgelöst werden. Und hier drüben stand nichts weiter, dass wir damit Großartiges machen können. Außerdem habe ich noch gefunden, dass wir beim Verzaubern, wir haben ja nie weiter geklickt, glaube ich, als, ne, eigentlich fast nicht von den Waffen weiter, dass man hier drüben unsere Ausrüstung quasi upgraden kann. Und da habe ich mir überlegt, wir haben fast 300 Essenzen, dann könnten wir das doch tatsächlich einmal machen. Und zwar die Klinge, die Yasuo angelegt hat. Jetzt müssen wir noch einmal fix gucken, welche das ist. Stufe 10. Ah, das können wir vermutlich nicht, weil das zu hohes Level hat. Aber wir könnten die Waffe von der Illaoi noch einmal upgraden. Ich das richtig sehe, weil da fehlen uns die Essenzen für. Aber das heißt, der Götze der blauen Flamme wird noch einmal geupgradet. Ich habe auch schon geguckt gehabt, man kann hier leider nicht mehr reinpacken. Aber damit ist es jetzt eine epische Waffe. Und da wir, glaube ich, auch den in Blau und in Gold haben, in Gold, in Blau, also in Violett und in Blau, sehen wir jetzt auch hier mal den Unterschied tatsächlich. 28 Schaden Unterschied, das ist schon zumindest nicht vernachlässigbar. Könnten gucken, ob wir noch mal auf die Waffe Tempo drauf kriegen. Und zwar auf die Waffe vom Yasuo, weil wir die wahrscheinlich länger nicht austauschen werden. So. Okay, das ist ein Prozentpunkt pro Ding. Das hier ist wahrscheinlich, habe ich mir schon gedacht, bringt wohl am meisten. Wir belassen es bei der Standardverzauberung, denke ich. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Tempo drauf. 53 mehr Haste und 11 mehr Schaden. Ich denke mal, damit haben wir jetzt eine gute Chance hier reinzustarten. Ah, das sieht irgendwie nach Falle aus. Okay, Gott sei Dank. Ja, da können wir mit die Laue in unser Ding reinhauen, aber ich glaube, das machen wir noch nicht sofort. Sondern wir gucken uns hier erstmal noch um, würde ich sagen. Bevor wir hier irgendwas triggern, was wir vielleicht hinterher bereuen. Das geht ja immer relativ schnell hier. Das heißt, wir schnappen uns die Schriftrolle. Die Nagasprecher 5 von 6. Versus Markus. Ich hatte gehofft, dich noch vor meiner Abreise zu treffen. Auch wenn du das hier liest, werde ich den Tempel auf der Suche nach Hilfe leider bereits verlassen haben. Ich fürchte, Hikialun wurde manipuliert. Der Einfluss der Naga hier ist größer, als ich dachte. Flieh aus dem Tempel, wenn du noch kannst. Es war mir eine Ehre, dich zu unterrichten. Du machst das noxianische Volk stolz. Törichterweise hatte ich Illaois Erlass, Fremde wie dich zu unterrichten, angezweifelt. Ich hielt deinesgleichen für zu unverständlich, um die Wahrheit Nakagaburos zu erkennen. Und nun erkenne ich ihre redliche Weisheit. Sie trug die Wahrheit. Aber du warst es, der sie mir offenbarte. Nimm dich vor den Naga an Nacht. Schwimm gut, mein Schüler. Priesterin Kamalbaltani. Okay, die Hinweise verdichten sich tatsächlich, dass das nicht ganz so optimal mit der netten Dame ist, und wir werden die sicher hier auch noch irgendwo erwischen.
Und ich glaube tatsächlich, wir hauen das Ding doch jetzt rein, weil ich gehe mal davon aus, dass dann die Sonne hier irgendwo reinscheinen wird. Also, Hilario legt eine Hand auf den Sockel und meditiert für einen Augenblick lang. Die Luft um sie herum vibriert vor Energie. Gib uns Sonne. Nicht nur dieser Raum, nein, der ganze Tempel erwacht auf einmal zum Leben. Ilaoi lächelt. Er ruht nicht länger. Jetzt können wir unsere Arbeit verrichten. Ilaoi sieht die Symbole auf diesem Sockel an. Der Mond zieht das Meer stets zu sich und die Sonne leitet die Strömung. Lassen die Himmelskörper uns nicht im Stich, geben die Gezeiten uns Hoffnung. Wir brauchen wohl einen Mond und einen Sonnenstein. So, und jetzt ist das Erste, was wir gucken, tatsächlich. Macht das hier unten jetzt was? Nein, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich erst den Sonnenstein, damit sich hier großartig was tut. Das heißt aber auch, wir kommen hier unten nicht weiter. Das heißt, wir gehen diesen Raum im Uhrzeigersinn einfach mal ab. Ach, Moment, wir kommen hier gar nicht rein. Haha. Da ist das Wasser zu hoch. Da brauchen wir wahrscheinlich dann den Mondstein für. Ich hasse Spinnen. Nur so schon mal am Rande. Keine Angst, ich mache es kurz. Netz. Frage Nummer 1, wie immer. Netz. Verringert Hass und fordert Spinnen heraus. Trifft den Charakter ein weiteres Mal, wird er dadurch betäubt. Au, Dreck. Okay. Kleine Spinne, riesige Tempelspinne. Wir hauen also erstmal die kleinen Spinnen weg. Schlag sie nieder. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Genau so. Moment, die kommt direkt jetzt dran. Das heißt, wir können uns verteidigen. Das Einzige, wo ich mir tatsächlich gerade nicht sicher bin, ist, warum wir tatsächlich den Mist, warum wir den das Netz gekriegt haben. Also vielleicht sind wir auch irgendwo reingetreten und ich habe das nicht gesehen. So. Neuer Versuch. Ich wollte eigentlich die andere angreifen, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal. Ah ja, jetzt haben wir es gesehen. Natürlich jetzt nicht so optimal, dass wir die nette Dame da angegriffen haben, aber. Wir noch ein Heal? Ja. Kriegen wir sogar noch ein Heal durch. Und dann gab ja so einmal die letzte Spinne hier finishen. So. Und das hat aber echt wenig Erfahrung gegeben. So, wir kommen hier hundertprozentig wieder nicht durch. Diesmal aber wegen dem Wasser tatsächlich. Das heißt, wir gucken uns einmal das Gerät hier an. Um einen Gezeitenformerstein handelt. Eine Platte in der Mitte des Gerührs glüht leise. Wir wollen was testen. Wir wechseln mal den Charakter. Aha.
Okay, hier brauchen wir tatsächlich unsere Dungeon-Fähigkeit, dass wir diese Buro-Sachen lesen können. Und dann drücken wir die Platte runter. Der erste von drei Steinen, stellt Ilari fest. Ein einfacher Schutzzauber. Ich frage mich, was sich dort versteckt. Jetzt können wir das Ganze umleiten. Leiten es mal ins nördliche Becken. Weil ich glaube nämlich, dass wir erst hier unten noch einmal fix gucken sollten. Der Stein auf dem Boden ist matt und still. Er scheint auf Ilaris Anwesenheit zu reagieren. Aktivieren die Glyphe. Ah, und dann kriegen wir jetzt hier die zweite Ruhe. Ah, ich verstehe. Und dann wird die dritte gleich auf der Nordseite sein. Ist hier noch irgendwas? Nope. So, jetzt macht das Sinn. Jetzt können wir nämlich hier drüben das Wasser wieder umleiten, und zwar ins südliche Becken. Dann können wir nämlich auf die Seite, passt mal auf, und jetzt ist hier unten voll, wetten wir, ne? Ja. Okay. Haben wir das schon mal gerafft, und dann müssen wir da drüben jetzt runter. Oder beziehungsweise wir können da jetzt runter. So, da hinten ist eine Truhe, und die kommen wir aber nicht dran. Zumindest sehe ich jetzt noch nicht auf Anhieb wie. Aha, und jetzt können wir auch tatsächlich einen Poro reinschicken. Raum schickt einen Poro hinein. Pass auf dich auf, mein kleiner Freund. Und damit kommen wir zur Truhe. Als der Poro zurückkommt, hielt ihn Braum behutsam hoch. Kleiner Freund, ich dachte, du kommst nie zurück. Braum hätte sich keine Sorgen machen müssen. Ring des Verteidigers, Stahlangel, schmackhafter Wurm. Wir haben ein besseres Angelset. Und eine... Und was haben wir gerade gekriegt? Ring des Verteidigers. Ja, das ist das, was wir auch direkt anlegen. So, da geht es erstmal nicht weiter. Ach, wir sind grundsätzlich im Netz, weil wir vermutlich im Wasser stehen. Das könnte sein, dass wir das gekriegt haben, weil wir ins Wasser gelaufen sind. Müssen wir gleich mal darauf achten, wenn wir jetzt rauslaufen, ob es weggeht. Nö. Dann habe ich keine Ahnung. Tatsächlich. Das heißt, wir kontrollieren... Ah, die Tür ist auf. Okay, dann können wir hier jetzt weiter in das Mondkloster. Dann wird uns hier jetzt sicher gleich ein wundervoller Kampf erwarten. Und zwar gegen, wahrscheinlich gegen eine sehr komische Spinne. Ring des Orakel. Stärke und Tempo. Naja, wir wissen ja schon, für wen sich das hier lohnt. Und dann kriegt sie den verbesserten Dorans Ring. So. Und dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Wer hätte damit gerechnet? Das müsst ihr noch üben. So, Spinnenkönigin Mordas. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Beziehungsweise wir... Taunten alle. Vernetzender Pfad. Vorsicht, die Gefahr vernetzender Pfad ist auf der normalen Lane erschienen.
Dieser Gefahrentyp bewegt sich nicht entlang der Initiativleiste. Kämpfer, die eine Lane-Fähigkeit auch in einem normalen werden durch den Debuff eingesponnen verlangsamt. Um nicht eingesponnen zu werden, sollst du dich von der normalen Lane fernhalten. Okay. Das ist blöd, das heißt, wir können uns nämlich jetzt nicht richtig buffen. Ist aber auch egal, wir hauen dann einfach unsere Sachen raus, so gut es geht. Das heißt aber, wir kriegen leider auch keine Tentakeln. Was ein bisschen blöd in dem Fall ist. Das heißt, wir müssen uns hier verlangsamen lassen, weil wir ansonsten leider keine Tentakeln generieren. So geht das. Gib mir Tentakeln. Geht doch. So. Das reicht für alle. Wenn nicht schon wieder gestunt werden. Ich bin bereit. Erledigt. Beeindruckende Leistung. So, das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Haben den guten Braum einmal geheilt. So, und dann holt er sich wohl anscheinend neue Kollegen, aber die hat wenige. Ach, es ist eine kleine Spinne. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Machen wir die erstmal direkt weg, damit die uns nicht mehr auf den Zeiger geht. Ich habe das mit der Verlangsamung jetzt noch nicht ganz verstanden tatsächlich, weil... Oder ist das, wenn wir tatsächlich nur Lane-Fähigkeiten benutzen? Lasst uns mal gucken. Steht es hier? Nö. Strengt euch mir an. Es erscheint eine Gefahr auf der normalen Lane, die auf der normalen Lane in Aktion wird eingesponnen, was zwei Runden lang sein hast. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine normalen. Also wir testen das jetzt vielleicht einfach mal. Machen hier eine normale Fähigkeit. Ja, okay, Netzfähig, also nicht Netz, das andere hier. Lane-Fähigkeiten auf der mittleren Sloan uns, beziehungsweise geben uns Netz. Ist uns aber egal, wir knüppeln da jetzt einfach drauf. Und dann müsste sie nach dieser Runde das Zeitliche segnen, denke ich. Ja.
das Urteil nach. Und dann ulten wir sie, dann hauen wir Heimer nämlich Baum direkt noch einmal mit. Oder auch nicht, sie überlebt genau mit einem Lebenspunkt. Aber soll unser Schaden nicht sein, finde ich schon mal ein. Niemals ohne einen Zweck. Ja, 600 Erfahrung, das sieht schon schöner aus. Reicht zwar nicht, aber damit haben wir unsere erste Scheibe. Und nochmal einen richtig schönen coolen Kampf. Der Nachteil an der Stelle ist natürlich, dass wir unser Mana ziemlich rausgehauen haben. Und zwar nicht gerade wenig. Aber das wird schon passen. Wir setzen einmal den Mondstein ein. Okay, hier geht es dann nicht weiter. Da drüben kamen wir auch nicht weiter. Das heißt ja in anderen Worten, wir müssen jetzt auf die Sonnenterrasse. Und das würde dann... wo kommen die denn her? Fang nichts an, das du nicht beenden kannst. Die waren da eben noch nicht. Erhöht die Chance auf Ausweichen gegen alle, die nicht aus der Schadenslane kommen. Okay. Okay, jetzt ist er natürlich erfolgreich ausgewichen. Vielleicht bist du würdig. Eiltempo, das hat er sich sicher ziemlich gut gebufft, was die Geschwindigkeit angeht. Ich würde mal sagen, wir knüppeln den einmal schnell um. Oder auch nicht. Immerhin kein Crit. So, 36 Überladung. Für alle. Schaden für alle. Ja, natürlich nur Raum die Fläche, ist uns aber in dem Fall vollkommen egal. Das wird schon funktionieren. Oh, aber knappe Sache. Okay, der hat aber gesessen und dann kann der gute Braum ihn einfach finishen. Ich erledige jeden Auftrag. Würde ich mal sagen, easy. Das ist vielleicht auch eine gute Stelle, um mal zu gucken, ob wir in den Einstellungen die Schwierigkeit jetzt hier vielleicht doch mal auf Veteran setzen. Und uns überraschen lassen, wie viel schwerer das vielleicht jetzt dann tatsächlich ist. So, hier ist noch irgendwas, aber das hat ja nicht funktioniert. Das geht aber sicher mit dem Loch, das wir in die Wand gehauen haben. Was? Also aus meiner Sicht waren wir da definitiv nicht drin. Der Wind leitet. So. Gestaltwandel. Und Windschwert. Bei seinem Tod werden alle geheilt.
Ja, ist das Problem, wir können halt eigentlich nicht... Ah, die haben jetzt auch mehr Leben, glaube ich. Wir können halt nicht einfach jetzt unser Mana hier die ganze Zeit raushauen, weil wir es halt nicht wiederkriegen. Ärgerlich. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir buffen, wir holen uns jetzt mit ihr die Hits rein, damit wir mehr Tentakeln kriegen. Oh, das ist tatsächlich wirklich ein Heiler. Okay. Problem ist, wir müssen das aus der schnellen Lane machen, weil wir die Buffs sonst nicht runterkriegen. Und wir haben es auch, glaube ich, nur von ihm runtergenommen. Na egal, gucken wir mal. Den noch fix umgenietet kriegen. Tatsache. Wird der geheilt, haben wir uns schon gedacht. Die erste Lektion. Ach, wir haben ihn, glaube ich, gerade gestunt. Dann sieht es sehr danach aus. Sonst haben wir gerade irgendwie zu viele Angriffe. Du bist mein Schild. So, dann haben wir die auch umgenietet. Und damit auch Level 11 erreicht. Heilnebel und Aufwertungspunkt. Das machen wir auch noch fix, weil der Heilnebel natürlich das ist, womit wir gerade unsere Gruppe irgendwie mal wieder hochziehen. Tempo Lane. Nee, wir brauchen da nicht weniger, also keine Schadensreduktion, sondern lieber den Debuff runter. Das ist besser. Okay. Dann würde ich mal sagen, probieren wir kurz nochmal unser Glück hier mit einer Stahlangel. Und einem schmackhaften Wurm. Schauen, ob wir jetzt hier irgendwas anderes erwischen. Wir können aber, glaube ich, jetzt 4 Meter weiter nach hinten beziehen quasi. Guter Fang. Ein Blauflammenschnapper, den hatten wir noch nicht. Ja, wir können ein ganzes Stück, glaube ich, weiter nach hinten werfen. Ich sehe jetzt hier zwar auf Anhieb keinen Fisch, aber da könnte ja tatsächlich hinten wahrscheinlich irgendwelche coolen anderen Sachen noch sein. Schauen wir, ob wir noch einen erwischen. Dann machen wir Feierabend für heute. Okay, nochmal ein Blauflammenbarsch. Hatten wir schon. Okay, dann machen wir an der Stelle hier einmal Feierabend. Ich angel offscreen, glaube ich, noch kurz ein paar Fische weiter. Und dann besorgen wir uns im nächsten Part die Sonnenscheibe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.